Die Unternehmen stehen heute speziell vor den Herausforderungen, dass sie in der Regel keine Zeit haben. Ne? Wenn man sich heute so einen Geschäftsführer vorstellt, der hat in der Regel sehr viele Themen, die er gleichzeitig bearbeiten muss. Der Alltag nimmt einfach so viel Zeit und wenn du Regeln hast oder wenn du weißt, da kann dir jemand Hilfe geben. Das ist für uns enorm wichtig, auch zu einer gewissen Zeitpunkt, dass man sagt, bis dort muss man das einfach gemacht haben. Thema Energieeffizienz macht natürlich aus unternehmerischer Sicht Sinn. Energiekosten sind natürlich auch Kosten. Und wir müssen energieeffizient produzieren, damit wir halt im harten Wettbewerb weiterhin konkurrenzfähig bleiben. Dass einem dann nicht in 1 bis 2 Jahren, vielleicht auch erst in 10 Jahren, dann tatsächlich alles auf die Füße fällt, wo man dann sagt, oh, jetzt sind wir irgendwie in der Sackgasse gelandet. Ja, für uns als Demeter-Betrieb ist Energieeffizienz besonders wichtig. Die ganzen Themen Ressourcenschonung, energieeffizient, Nachhaltigkeit im breiteren Sinne, die Bereiche wirklich auch, angehen, wo wir uns noch verbessern können. Kostenoptimierung geht auch in der Regel einher mit Energieoptimierung und damit ist das Thema Nachhaltigkeit ein großes Thema für uns. Wir verbrennen zum Beispiel unsere Hackschnitzel zur Erwärmung. Wir haben eine PV-Anlage gebaut. Energieeffizienz bedeutet für mich, Energie einzusetzen, da wo sie auch sinnvoll genutzt wird.